Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Discord-Liga von Bimon und Mia. Den Auftakt machen heute Dario und Domi-san. Dario hat dabei seinen Rotom Worsch, Echtnatter, Nachtara, Kikli, Knogger und Schlappohr. Domi hat dabei seinen Voltoros, Bronzong, Florges, Galagladi, Legen, Garados und Stadobor. Vielleicht mache ich diesmal eine Liste auf, wie die Pokémon heißen. Dann geht es auch demnächst ein bisschen flüssiger. Also ab Spieltag 4. Domi leadet mit Voltoros, Dario leadet mit seinem Rotom. Ich glaube nicht, dass Domi hier drin bleiben wird. Ja doch, er bleibt drin und geht für den Donnerbiss. Wird von Rotom getankt, aber nicht so gut. Voltwechsel kommt, zieht fast die Hälfte ab auf dem Voltolos. Staubbau wird reingeschickt. Kommt Staubbau mit Mogelhieb. Jetzt ruft Domi-san sein Voltolos zurück und geht in Kopie. Hieß so nicht gerade eben das Rotom? Sein wahrscheinlich wieder physisch defensives Garados. Mit dem Brille erstmal der Schlapper aus minus 1 gedroppt. Das ist schlecht für Dario. Mal gucken, vielleicht wieder auf den Elektro. Nein, er spielt den Ice Heap. Das macht auf einen Gyarados gar keinen Schaden. Dario ruft seinen Schlapper zurück und geht in echt Natoll. Na, was er wohl damit vorhat. Domi ruft seinen Gyarados auch zurück und geht in Bronzong. Bisschen sorry aus, aber echt, da spielt den Spukball und geht mit dem Spukball und zieht fast die Hälfte ab. Domi geht für das Toxin, um Darius Mobil zu vergiften. Das ist auf jeden Fall schlecht, wenn er hört, dass er seine Mobil vergiftet hat. Domi ruft sein Bronzong zurück, weil der Spukball wieder kommen wird. Aber darüber geht hier auf dem Ränke gespielt. Es spielt ein Setup echt na toll. Es ist halt blöd, wenn es Toxin drauf hat. Toxinpoison, weil das macht ja Runde zu Runde mehr Schaden drauf. Mondgewalt von Domi auf echt na toll. Und er bekommt den Spitzangriff-Drop. Das ist natürlich Pech für Dario. Und Darius plus 1 Spukball macht auf dem Florges eigentlich schon sogar soliden Schaden. Bleibt Dario hier mit Echnata drin oder opfert er es jetzt? Ich denke mal, der opfert es jetzt. Florges geht für die Mondgewalt. Reicht nicht aus, das heißt, Dario kann noch einen Spukball auf das Vorgest draufhauen. Vielleicht hat er Glück und bekommt den Drop. Nein, er bekommt nicht den Drop. Aber das Toxin-Poison müsste das echt natürlich jetzt rausnehmen. Das tut es auch. Ich überlege gerade, was hat Dario effektiv dabei gegen sein Dings. Er spielt Knogger. Ich glaube nicht, dass da Domi drin bleiben wird. Ja, er wechselt raus in OP. Sein Gyarados. Er rechnet wahrscheinlich mit einer Bodenattacke. Gespannt. Dario spielt Risikotackle. Überrascht bist Dario. Und hier sehen wir den Beulenhelm auf Gyarados. Kennen wir irgendwoher? Nach Tara wird er in den Kampf gerufen. Von Dario Kaskade. Kaskade hätte ausgereicht, seinen Knogger rauszunehmen. Domi spielt den Verhöhner. Das heißt, dieses Nachtara kann sich nicht hochheilen. Hat es auch versucht mit dem Wisch. Domi ruft seinen Gyarados zurück und geht in Galagladi. Ich glaube, der beste Counter gegen das Nachtara. Aber Dario ruft auch zurück und geht in Rotom Wosch. Spielt er Rotom Wosch mit Irrlicht?
wird wahrscheinlich in diesem Matchup sogar besser kommen. Dobby Stan kann es nicht riskieren, dass er Early spielt und geht raus in Bronzong. Und ja, da spielt das Early auf sein Rotom. Das Bronzong eigentlich am wenigsten juckt in seinem Team. Nutzt Domi jetzt die Chance und legt die Tarnsteine raus? Ich denke mal, das würde es ja nicht so reinrufen. Bis auf das jetzt Irrlicht abfangen sollte. Dario möchte hier nicht drin bleiben. Geht für einen Voltwechsel, der sogar crittet. Ein Voltwechsel crit. Und geht raus in Knogger. Und hier sehen wir auch schon die Tarnsteine auf Domis Seite. Ich habe jetzt nicht ganz darauf aufgefasst, ob Dario überhaupt einen Spinner oder Devogel mit hat. Burn zieht langsam den Bronzong ein bisschen Chip Damage. Dario spielt sein Knogger mit Abschlag. Das reicht aus, um seinen Bronzong von Domi rauszunehmen. Ich denke mal, er geht wieder in Gyarados. Nein, er geht nicht in Gyarados. Er geht in Galagladi. Ich habe mit Gyarados gerechnet wegen der Verroa. Jetzt wechselt er raus in Gyarados. Hat einen Double Switch einfach gemacht. Oder der hat sich verklickt, das kommt auch vor. Dario geht wieder fürs Risiko-Tackle. Und steckt erstmal Damage ein hier vom Wallenham. Minus 1 hat eigentlich schon sehr guten Schaden auf das Gyarados gemacht. Rotom kommt in den Kampf. Kaskade von Domis Seite aus. Reicht das schon aus? Nein, die Kaskade reicht nicht aus, das Rotom aufzunehmen. Die Frage, spielt Dario Defog auf Rotom? Okay, er spielt kein Defog. Oder er wollte einfach versuchen, das Gyarados jetzt mit der Hitro rauszunehmen. Oder hat ein Switch erwartet. Ich denke mal, Switch wäre am besten gewesen. Hydro-Pumpe. Das war sehr riskant, wenn die Hydro-Pumpe jetzt daneben gegangen wäre. Dann stände das Gyarados immer noch da und du hättest dann Rotom verloren. Aber ein bisschen Risiko kann man eingehen. Domi schickt jetzt sein Voltolos rein. Voltolos ist auf jeden Fall schneller als Rotom Bursch. Wenn er es hier nicht opfern möchte, wechselt er raus. Nein, er bleibt drin. Er opfert sein Rotom. Somit hat Dario sein Rotom down. Voltolos trägt den Life Orb. Schlappohr wird in den Kampf gerufen auf Darios Seite. Wir haben schon gesehen, dass es Ice Heap kann. Und Domi-san bleibt drinne. Der Ice Heap wird ausreichen. Somit ist sein Voltolos down. Und Galagladi wird in den Kampf gerufen. Natürlich fehlt jetzt auf Domis Seite das Gyarados mit dem Bedroher. Und die Rückkehr reicht nicht aus, das Galagladi doch rauszunehmen. Dadurch kann er safe für, ich glaube, das war Nahkampf gehen, um eine Schlappe rauszunehmen. Ist ein ganz schön knappes Schlagabtausch hier. Nach Tara wird den Kampf gerufen. Warum ruft Dario ein Nachtara gegen ein Galagladi? Wir sehen hier die Anti-Kampfbeere. Kommt jetzt ein Schmarotzer. Kommt der Schmarotzer? Es kommt der Schmarotzer. Reicht der Schmarotzer aus? Ja, der reicht aus. Flogas wird von Domi in den Kampf gerufen. Flogas wird locker das Ding rausnehmen. Aber Domi geht erstmal für den Wisch. Er möchte sich gegen dieses Nachtara hochheilen. Ja, ich glaube, wir machen beide etwas Möbelmatch hier. Möbelzoff. Beide sind für den Wisch gegangen. Nachtara muss hier für den Schutzschild gehen, sonst kriegst du es auf jeden Fall. Mondgewalt. Auch Mondgewalt hätte es rausgenommen. Somit ist das Flogis jetzt voll vom Wisch. Und das Nachtara über die Hälfte. Und Dario geht für den Double Protect und kommt sogar durch. Die Mondgewalt trifft natürlich nicht durch den Protect. Aber ich glaube nicht, dass Dario hier drin bleibt. Doch.
Er bleibt drinnen. Ich weiß nicht ganz, was Sarah hier mit bezwecken möchte. Dolle verliert er seine Tara. Mit einem Quid von den Florges. Knogger wird von Dorian hervorgerufen. Ich glaube, du hättest Knogger viel früher anrufen müssen. Florges geht jetzt erstmal für den Schutzschild und zu scouten, auf was für eine Attacke der geht. Er geht fürs Erdbeben. Wir haben gesehen, sein Garados ist down. Und Voltolos ist down. Das heißt, er hat kein fliegendes Pokémon mehr. Oder eins mit Schwebe. Und das reicht aus unter die Hälfte an KP. Das heißt, wenn er jetzt die Mondgewalt überleben sollte, nächste Runde raus. Dario überlebt mit 7 KP. Ist die Frage, geht hier Lumi für Protect? Nein, er geht nicht für das Protect. Er lässt sein Floggers hier jetzt drauf gehen. Leckrad, was war Darius das? Nicht Darius. Lumis letztes Pokémon. Stalobor. Ich glaube, das Stalobor wird auf jeden Fall das Knocker noch rausnehmen. Ist nur die Frage, was ist Darius letztes Pokémon? Knogger ist down. Dario geht in Rothaus. Ah, das Kickli. Das haben wir in diesem Kampf noch gar nicht gesehen. Geht erstmal hier für Mugelhieb mit Normaljuwel. Das ist der Klassiker-Setup. Damit ist das Kickli schneller als das Rotom. Und der Nahkampf wird ausreichen, das Stadobauer rauszunehmen. Wie komme ich auf Rotom? Ich bin ganz verpeilt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Match. Schön gekämpft. Alle wichtigen Infos zu der Liga findet ihr unten in der Videobeschreibung. Um 14 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Kampf. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Und bis dahin, bye!